Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Raiden, wir befinden uns in einer neuen Woche und jetzt auch mit der letzten Quest in diesem Monat. Und diesmal dabei Wolfenstein, The Old Blood, und wir müssen hier 50 Abschüsse erreichen. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon ein paar Abschüsse erledigt. Ich habe mir das Ganze schon mal angeschaut und geguckt, wie man es am besten machen kann. Ich habe eine Stelle gefunden, wo man es ganz gut machen kann. Allerdings muss man da sehr schnell reagieren bzw. im Vorfeld schon ein klein wenig abbrechen und das Ganze neu starten. Ich werde euch einfach mal die Stelle zeigen. Ich werde das Spiel starten via Cloud Gaming und dann werde ich euch einfach mal mitnehmen und das Ganze zeigen. So, im Hauptmenü angekommen, solltet ihr euch dann einen freien Speicher zulegen, beziehungsweise die Kampagne noch nicht gespielt haben. Wir machen neu. Dann gehen wir hier auf Darf ich spielen, Papi? Denn der Schwierigkeitsgrad ist für die Quest uninteressant. Deswegen machen wir uns das Ganze so einfach wie möglich. Krankheit. So viele Kameraden gehen an ihr zugrunde. Ich spüre den Wind des nahenden Sturms. Am Anfang kann man das Ganze hier überspringen. Werde ich auch mal machen. Ist das Gewicht der Welt auf ihren Schultern zu schwer, Agent Blaskovic? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner geheimen Basis unaufhaltsame Mordmaschinen. Laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis, Burg Wolfenstein. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Das ist womöglich die letzte Chance, bevor das Regime alles Gute in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz, Spezialeinheit des Regimes aus Frankfurt. Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Sie und ich, Blaskovic. Als Team, wir schaffen das. Also gut. Ihre Tarnung ist ehrlich gesagt grauenvoll. Nicht sprechen. Und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Die Papiere von Kessler sind im Handschuhfach. Da. Gut. Gehen wir. Nicht vergessen. Wachsam bleiben. Kein Wort. Und mir nach. Klar? Kommandant Franz aus Frankfurt. Ob das funktionieren wird. Scheiß drauf. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Ah!
Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. So ein komischer Kauz. Die spinnen die Amis. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Ach, Greta, bei Fuß. Hotdog. Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Jägers Stellvertreter. Er soll seinen Hunden Gefangene aus dem Burggefängnis zum Fraß vorwerfen. Helga von Schaps. Echt fieses Mischstück. Ausgewählt von Totenkopf selbst. Hohes Tier der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge. Hatte mal das Pech, hier bei einem Einsatz in Tansania über den Weg zu laufen. Hab ich das schon erzählt, Blaskowitsch? Hatte Schwarzwasserfieber damals. War der schlimmste Tag meines Lebens. Nicht mal eine ausgiebige Whiskykur hat geholfen. Glauben Sie das? Na, was soll's. Diese Burg, sie gehört Helga. Ihr okkultes Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Und Helga ist da ganz entscheidend. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Sobald wir die haben, nun, nutzen wir die Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt, drehen diesen Scheißkrieg um und kommen zurück, pünktlich zum Tee. Gut. Los jetzt. Ich schalte den Alarm aus. Sie gehen zu Helgas Forschungszentrum. Wir bleiben per Funk in Kontakt. Halten den Kanal offen. So, jetzt sind wir an den Punkt gekommen, das Ganze braucht ein klein wenig, bis wir hier an den Punkt kommen. Circa ungefähr so 6-7 Minuten und jetzt habt ihr eure erste Waffe, jetzt geht's los. Jetzt ist aber auch wichtig, dass ihr diesen Punkt mit diesem Neustart, hier Kontrollpunkt laden, nicht verpasst, denn sonst müsst ihr weiterspielen oder ihr müsst aber einen komplett neues Spiel anfangen. Also deswegen ist es jetzt ratsam, hier auf jeden Fall aufzupassen. So, ihr nehmt am besten noch mal ein paar Sachen mit hier. Genau, der Kollege da oben. Er macht jetzt noch was? Ich sehe mich hier oben um. Halte auch schon nach einem Tresor. Da muss die Akte drin sein. Na schön, Helga. Wo versteckst du deine Geheimnisse? Hm.
liegt überall noch ein bisschen Rüstung rum. Das könnt ihr nutzen, mitnehmen unbedingt. So, jetzt müssen wir dem Kessler anfunken und dann werden auch die Gegner gleich erscheinen. Ich rufe Falkennest. Falkennest over. Zählt etwas mit, am besten so bis 12. Das ist ein Falkennest. Guter Punkt. Wir können Lucys Geschenk nicht finden, over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles weitere besprechen wir dann, over. Roger, Speer out. Genau, da hat der erste Gegner. Ich arbeite dran. Das hier ist Nummer 3. So, ich werde jetzt mal hier den Kontrollpunkt laden. Ich habe jetzt hier ungefähr so 10 Gegner besiegt. Und bevor ich den Punkt verpasse, werde ich hier einfach nochmal von vorne loslegen. 2 Gegner. Wie gesagt, zählt immer am besten mit. Das ist die sicherste Variante. Wenn ihr so 10 Gegner besiegt habt, einfach mal neu starten. Da oben rennen noch 2. Einen nehme ich mir noch. So, und jetzt nochmal den Kontrollpunkt laden, bevor wir, wie gesagt, drüber sind. Und das wäre dann natürlich blöd. Ich arbeite dran. So, ich glaube, das dürfte jetzt mein letztes Mal sein. Danach sollte ich die Quest abgeschlossen haben. Ach, es ist schon abgeschlossen. Sehr gut. Genauso solltet ihr es machen. Zählt immer am besten bis 10. Weil wenn ihr drüber seid, dann ist es natürlich super, super ärgerlich. Weil danach habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, viele Gegner zu besiegen. Sodass ihr schnell an diese Quest kommt. Beziehungsweise, dass die Quest schnell abgeschlossen ist. So seid ihr auf jeden Fall sicher. Wiederholt das Ganze 5-mal, wenn ihr immer bis 10 gezählt habt. Und dann sollte das natürlich auch recht fix durch sein. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Haut rein und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.